Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Banished mit mir, dem Nickels. So, wir spielen heute mal professionell, das habe ich mir vorgenommen. Ja, die letzten beiden Folgen waren nicht so prickelnd. Mein Tutorial gut kann jetzt jeder. Und der erste Versuch der Kleinstadt ist natürlich kläglich gescheitert. Also habe ich mir, wie ihr im Hintergrund seht, ein bisschen was überlegt. Übrigens, die Stadt, die ihr im Hintergrund seht, ist mir auch abgenippelt. So, aber ich bin diesmal maximal zuversichtlich. Und wir nennen unsere Stadt, passt auf, Nickelslin. Geht Minus? Minus geht nicht. Dann nennen wir sie Nickelin. So, wie angelehnt an das schöne Berlin, aus dem ich ja komme, in dem ich wohne, in dem das ganze Team wohnt. Und dann geht los. So, hier machen wir immer wieder hier Butze, Katze, Butze, Katze, Butze, Katze. Und dann, okay. Was ich gelernt habe, diese Jahreszeiten spielen wirklich eine entscheidende Rolle, auch bei der Planung der Versorgung. Und daran ist es ja bis jetzt immer gescheitert, dass ich einfach nicht genügend Nahrung basteln konnte. Das wird mir diesmal nicht passieren. Passt auf, als erstes bauen wir 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs Häuser. Das ist unser Grundkapital für die Bewohner, die dann ankommen werden. Und hier an diese Seite bauen wir jetzt, damit werde ich mich nämlich erst versorgen, Felder. So. Lass ich das da? Ja, ich lasse das da so. Mal sehen, wie lange kann ich das ziehen. 8 mal 7 ist nicht so gut, ne. Ja, und halt noch ein kleines ran. So. Und wir bauen auch noch Fisch, weil Fisch ist wichtig. Denn im Winter haben wir gar nicht genügend genügend Zeug, was uns selbst verpflegt. Darum müssen wir im Winter dafür sorgen, dass das alles hier funktioniert. So, wir reißen auch einmal das alles ab. Das kann alles weg hier. Allesamt kann weg. So, gar kein Problem. Dann ordnen wir mal ein paar Leute zu. Wir brauchen Bilder. Sogar ziemlich wichtig. Und hier werden wir Mais anpflanzen. Unbedingt. Und dann werden wir mal... Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Kann ja auch sein, dass ich jetzt schon wieder zu viel in Auftrag gegeben habe. Aber ich glaube, das könnte so eigentlich klappen. So, ich gebe hier schon mal zwei Farmer in Auftrag. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das so, wie ich mir das hier gedacht habe, auch funktionieren wird. Auch wenn ihr jetzt schon das Lager sehr, sehr stark in Anspruch genommen wird. Schauen wir mal, ich wollte mir ja eigentlich sogar Videos angucken zu der ganzen Chose hier, aber im Endeffekt ist dann daraus doch nichts geworden. Und wir machen mal auch Squash. Squash sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, nichts anderes als ja, ich glaube Aubergine, oder? Oder Squash? Ey, ich habe keine Ahnung, was Squash ist, sagt mir jetzt leider gar nichts. Schade. So, und wir brauchen einen Feuerholzmacher. Das ist auch mega wichtig. Da kommt mal direkt daran. So. Sind die Fischhütten schon fertig? Ja, sind sie. Liebe Leute, wir brauchen Fischer. Fischer, Fischer, Fischer. Wir machen mal noch einen davon weg und einen Fischer mehr. Denn wir müssen Fisch jetzt ansammeln, um das Ganze für den Winter zu lagern. Das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Muss man einfach mal so sagen.
So, schön das Ganze mit Wegen, mit Wegenchen. Oh nein. Die Fischerin ist während der Geburt gestorben. Das ist sogar ziemlich traurig. Krass. So, direkt hier nochmal einen engagieren. Was ist mit dem Woodcutter? Den müssen wir dann auch schnellstens zum Laufen bringen. So, dann gucken wir mal. Ich wollte mir ja eigentlich Videos angucken, wie man dieses Spiel am effektivsten einfach spielt. Habe ich nicht gemacht, weil ich dafür, also keine Zeit ist übertrieben, aber ich habe einfach nicht die Gelegenheit gefunden. Ich konnte die ganze Nacht auch nicht schlafen, was sogar wahr ist, weil ich aus der Nachtschicht kam. Also ich bin erst um 8, 9 Uhr morgens zu Hause in mein Bett gefallen. Habe mich dann hingelegt, weil ich natürlich saumüde war. Ist einfach so, wenn man die ganze Nacht arbeitet. Und jetzt kommt aber das Geilste in der ganzen Sache. Während ich dabei bin, mich hinzulegen, ja, klingelt so um 12 Uhr, also 2-3 Stunden, nachdem ich im Bett war, mein Telefon. Ja, Kollege Real, der mich volle Möhre zuspammt, also so richtig zuspammt. Ey, ja, check mal hier, Lizenz mit Nintendo wegen Donkey Kong Country. Irgendwas, der Woodcutter schnell hier, zack, damit das hier gleich besetzt ist. Dann ist die nämlich auch nicht mehr kalt. Gucken wir ins Lager. Ja, wir haben gute Vorräte hier, ein Squash und ein Korn. Ey, was ist ein Squash? Ich habe keine Ahnung. Mann. Egal. Auf jeden Fall, Kollege Real dann angeschrieben. Spricht also wirklich zugespammt mit 5-6 Nachrichten bei WhatsApp hintereinander. Dass, vielleicht kennt ihr das, dass der WhatsApp-Nachrichtenton sich immer wieder holt, obwohl er noch gar nicht fertig ist. So. Eine Endlosschleife des Todes, nenne ich sie jetzt mal. Das war echt richtig widerlich. Also so richtig, richtig widerlich. Und, ja, da habe ich dann halt mal gesagt, lieber Real, bitte, sei doch so nett. Hab mich lieb. Oh, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht mehr, im Winter kann man die gar nicht anpflanzen. Natürlich doof. Dann ziehe ich mal die Bauern ab. So. Und lass dafür ein paar Fischer hier frisch ans Werk gehen. Was sagt das? Die Iron Tools, haben wir noch ein bisschen was? Okay. Derweilen werde ich schon mal hier eine Jägerhütte erstellen. Zack. Da nämlich. So. Und dann werde ich noch eine Sammlerstation machen. Und zwar einfach mal hier, ich denke, das passt. So. Wir gucken mal, jetzt eilt der Winter, das heißt, wir können die Farmerei vergessen. Wir stellen das Ganze ein. So, denn wir brauchen jetzt keine Farmer, oder? Na, ich lasse es mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass vielleicht irgendwie ein Feld hier gesät wird. Wir haben schon wieder mehr Einwohner bekommen. Finde ich ja super. Da kriegen wir einfach mal hier, die bauen wir jetzt aus zu Bildern. Zwei Stück, einer kann hier noch rumlaufen und Holz hacken. Und ich werde auch nochmal eine Fischerhütte produzieren lassen, denn frischer Fisch ist wichtig. Und ich denke, ich werde gleich mal, so. Zack, einmal das. Das verbinden wir auch gleich mit der Straße. Ein neues Lager quasi, einen neuen Lagerplatz. So. Jetzt haben wir Winter. Jetzt können wir die Felder natürlich so richtig vergessen. Also so richtig vergessen. Aber das macht fast gar nichts. Denn ich bleibe optimistisch, dass wir das alles gut überstehen. So, jetzt werden die Felder wieder gesät. Sehr schön. Unsere Vorräte, wie wir sehen, haben sich auch ein bisschen dezimiert. Aber auch das ist noch kein Problem. Wir bauen nämlich, oder bilden wieder ein Farmer aus. So. Der momentane Stand sagt, dass alles funktionieren dürfte. Beziehungsweise, dass es ziemlich gut aussieht.
Von daher lasse ich es erstmal so. Was sagen die Häuser? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Voll sind die Häuser noch nicht, also müssen wir auch noch keine neuen bauen. So sehe ich das. Zurück zu meiner Geschichte, ja. Nintendo-Lizenzen. Da schreibt er mich an, ja, Spiel ist heute schon eingetroffen. Kannst du bitte mal checken, ob Lizenzen und weiter, ob wir das heute schon veröffentlichen dürfen, weil dann setzt er sich mit Kollegen Fabo Grün zusammen. Das sind ja unsere beiden Nintendo-Spezialisten im Team. Ich also voll bedient, ja, aus dem Schlaf gerufen, geklingelt, denke mir so, fickt euch alle, ja. Da ist er tatsächlich danach geguckt, aufgestanden, ihm die Infos gegeben, die er brauchte. Der klingelt mich keine zwei Sekunden, nachdem ich endlich mit dem fertig war, mich wieder in mein Bett gelegt habe, ja. 3 Minuten später klingelt mich der Fabo Grün an per WhatsApp. Ey, ja, da du ja gerade sowieso schon wach bist, da hat sich der Spacken mit der Real kurz geschlossen, da du eh schon wach bist, kannst du mir mal die und die, irgendeine Info wollte der auch noch haben. Ich weiß gar nicht mehr, was der von mir wollte, aber irgendeine Scheiße wollte der auch noch von mir. Und musste ich wieder aufstehen. Boah, war ich, ey, ich war richtig sauer. Also ich war richtig dick sauer. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mordsauer ich gewesen bin. Alter, finde, das wollt ihr echt nicht erleben. So fies, das geht gar nicht, einfach nur. So, jetzt aber hier mal zurück zu, wie heißt hier das Spiel? Banished. Noch sieht es ganz gut aus. Wir müssen jetzt natürlich warten. Wir haben schon ein bisschen an Population bekommen. Ja? Mehr Menschen haben sich angesiedelt. Finde ich ja gut. Auf jeden Fall. Das hat viele Vorteile. Allein schon mehr Arbeiter. Mehr Personen, die hier arbeiten. Das ist immer, 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 immer gut. Immer wichtig. Wunderbar ist das. Wenn jetzt wieder der Winter einbrechen sollte, dann werde ich auch gleich wieder die Farmer absetzen und die zu Bauarbeitern ausbilden. Damit wir nämlich dafür sorgen können, dass wir uns um kleinere Klamotten kümmern. Dass die Leute hier auch was zum Anziehen haben. Wir wollen ja nicht, dass die hier rumwuseln wie bei sonst wem, ne? Das wollen wir auf keinen Fall. Nein, nein, das wollen wir nicht. Wo kann ich denn noch eigentlich Steine absammeln? Ja, hier. Nee, ich will nicht Structure, ich will hier Zeug absammeln. Das hier alles weg. Das hier alles weg. Und das hier kann auch mal weg. So. Hier sind überall Pilze. Ich glaube, das sind nämlich, das ist das Zeug, was wir dann abernten. Wenn wir hier die Gathering Hut haben, also die Sammelstation. Da sind Hirsche, die über den Steg laufen. Okay, es sind Zauberhirsche. Oh mein Gott. Purer Wahnsinn. So, jetzt haben wir wieder Winter. Deutlich zu erkennen an der hellen Bildfarbe. Ja? Das heißt, wir nehmen mal hier 2 weg und erschaffen uns dann dafür 2 Bauarbeiter. Das ist so, ja, ich sag mal, ich bin das Amt für Berufe, ja? Also die Arbeit, Agentur für Arbeit. Du bist Bauer? Nee, ich glaube nicht. Nee, da hast du irgendwas falsch verstanden. Du bist kein Bauer. Du bist jetzt hier Fischer oder Bauarbeiter oder so ein Scheiß. Du bist kein. Du hast wirklich irgendwas falsch verstanden. Du bist einfach kein Farmer. Tut mir leid. Das bockt nicht. Oh Gott. Ich sehe gerade 2 Bauer mal weg und dafür 2 Fische dazu. Weil wir sonst kein Fisch mehr haben. Das wird, wie wir hier sehen. Es hält sich, ja, wird aber auch wahrscheinlich weniger. Wir müssen also, jetzt momentan läuft es noch, wir müssen also dafür sorgen, dass wir hier weiter versorgt werden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir versorgt werden und die Versorgung muss einfach versorgt bleiben. Ja, das ist, dies ist gut Deutsch. Dies ist really, really great Deutsch. So, manche Häuser füllen sich, manche Häuser sind voll, das ist alles ganz wunderbar. Das heißt, wir können hier einen kleinen Weg basteln. So. Und vor allen Dingen auch hier das Ding fertig bauen. So. Was sagt die Bevölkerung? Mal wieder ein paar erwachsene Leute? Nein, die müssen. Das finde ich
Klar, es ist immer sinnvoll, in solchen Spielen die Zeit beschleunigen zu können, finde ich super, ja. Aber ich finde, das braucht trotzdem ziemlich lange. Ich meine, guck mal, wir spielen jetzt schon wieder 15 Minuten ungefähr und haben hier 3 Fischerhütten und ein Häuschen, weißt du? So nach dem Motto. Ihr wisst, was ich meine. Also, jetzt nicht so hart ausgedrückt, aber im Endeffekt, ja, meine ich halt das damit. Das kann ja irgendwo nicht sein. Das braucht hier alles seine Zeit. Im Sinne von ziemlich lange. Aber gut. Ich mag mich nicht beschweren. Auf jeden Fall weiß ich, dass jetzt momentan, wir haben es jetzt auch schon 16, 17 Uhr, 18 Uhr sogar, siehst du? Kannst du mal sehen. Weiß ich, dass sich jetzt, just in diesem Moment, Fabo Grün und Real mit Donkey Kong Country, irgendwas. Das ist das neue Donkey Kong Spiel aus dem Hause Nintendo. Die beschäftigen sich momentan, just in diesem Moment damit. Finde ich ziemlich cool. Ja, das kann echt einiges. Die sind immer sehr spaßig, diese Nintendo Jump'n'Runs. Also, warum halt nicht, ne? Aber, naja. Oha, okay. Wie wir gerade gesehen haben, fehlt es uns an Nahrung. Das heißt, wir müssen wieder ein paar Farmer ran schaffen. Fisch wird so langsam gesammelt, geht aber auch immer gleich wieder aus. Das heißt, wir müssen hier die Felder wieder bestücken. Das ist wichtig. Cool wäre es, wenn man mit einem Farmer mehrere Felder besäen könnte. Das heißt, der sät die alle und erntet die auch alle ab. Dann wäre es natürlich ein riesen Gewinn an Nahrung. Aber ich fürchte leider, dass der das nicht drauf hat. Da sind ein paar Kinder, die 9 Jahre alt sind. Finde ich gut, weil wenn ich mich nicht irre, ist 9 das Alter, welches notwendig ist. Oh, Hesedi ist geboren worden. Yay! Ist 9 das Alter, welches notwendig ist, um ein Arbeiter zu werden. Ich glaube, das habe ich letztes Mal herausgefunden. Finde ich gut. Oh, da haben wir schon eine richtig alte Frau hier. So, da geht es nämlich los. Da hat eine Person Hunger. Das heißt, das große Sterben kann ja quasi wieder beginnen. Oh, wir haben 4 neue Leute. Hammergut. Heißt, wir brauchen 2 Fischer mehr auf jeden Fall. Und wir bauen ein neues Feld. Solange noch Winter ist, sag ich. Solange noch die Jahreszeit. Solange die Jahreszeit das noch zulässt. Wir machen mal hier ein 10er Feld. Oder wir machen mal, einen Moment, einen lassen wir mal frei. Dann machen wir hier 9 mal 10er Feld. Und dann machen wir hier nochmal so ein kleines Feldchen einfach. Vielleicht ist es vielleicht hier in die Richtung? Nee. Das ist dieser doofe Berg im Weg, das ist ja doof. So, das passt. Ich meine, klar, wir werden dafür jetzt auch mehr Farmer brauchen, aber das ist jetzt tatsächlich mit mein kleinstes Problem, glaube ich. Einfach mal hier mehr Farmer. Und, oh, was mir auffällt, brauchen wir natürlich auch hier Hunter brauchen wir. Und auch Sammler. Wo haben wir denn die Sammler hier aufge... Ist das da? Das heißt, wir brauchen mehr Dorfbewohner. Viel, viel mehr Dorfbewohner. Ich habe noch keinen effizienten Weg gefunden, an viele Dorfbewohner ranzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist mir noch bis jetzt... Oh Gott, gutes Mann. Ich sehe immer mehr Hunger. Oh Gott, ich sehe schon gleich die ersten Hunger, Leute. Oh Gott, 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 oh Gott. Wir werden den Winter niemals überstehen. Niemals, gutes Mann. Oh Gott, das geht alles raus. Oh Gott. Da ist schon der erste Tote. Da sind die ersten Toten. Oh Gott, guck ich das an. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe schon wieder vermasselt. Ja, ich habe es nicht geschafft, das Zeug rechtzeitig einzusammeln. Und, darum sterben natürlich vereinzelt die Leute.
Was echt mega scheiße ist. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wo ist denn hier der Sammler? Da ist der Sammler. Geh du mal weg. Du auch weg. Wir müssen Zeug sammeln. Es ist wichtig. Es hängt von unserem Überleben ab, dass wir Nahrung sammeln. Oh, ich glaube, wir haben auch keine Tools mehr, kann das sein? Ja. Wir haben keine Werkzeuge mehr, mit denen wir Zeug abbauen können. Das ist auf der einen Seite ziemlich ungünstig, auf der anderen Seite gar kein allzu großes Problem. Weil wir natürlich... Ja, naja, wir können ja, was können wir denn machen? Scheiße.